Und angetrieben wird das Flugzeug von einem 15er Moki 300 Kubikzentimeter Viertakt Sternmotor. Ja, die Biber, original ist so ein richtiges Arbeitstier. Man sieht es auch in der Holzstrecke schon, ist in der Luft. Das braucht man beim Original auch, um, sag ich mal, auf dem ausgetrockneten Flussbett irgendwo im Wald zu landen oder egal wo. Auf jeden Fall ist sie kurzstartfähig, wie man gesehen hat. Und ja, in einer entsprechenden Größe gebaut, ist das schon eine imposante Erscheinung. Sehr schön ist bei der Biber auch zu sehen, meine Damen und Herren, die Beleuchtung, die Navigationsbeleuchtung, die Strobes und wie gesagt rote und grüne Leuchte und Rundumleuchte. Das sind alles moderne LEDs, sogenannte Hochwattemitter. Das ist bei den Landesscheinwerfern, die sind so viel heutzutage durch diese LEDs, dass man sich fast die Augen verblitzt, wenn man da zu lange reinschaut. Und deshalb sind sie auch am Tage schon so gut zu sehen und in der Nacht erst recht. Ich werde sie heute Abend sehen, wenn die Nachtflugshow ist. Da wird ihnen viel gezeigt, was man mit ihren LEDs an Hubschraubern und an Flugzeugen so alles machen kann. So, jetzt sehen Sie mal, wie langsam so eine Biber fliegen kann. Und bei dem Gegenwind, den wir jetzt haben, prophezei ich mal eine Landestrecke von 2 bis maximal 5 Metern. Tja, man meint, da kommt ein Drachen geflogen. Sie sich vorstellen, Sie sind jetzt in Alaska und haben ein ausgetrocknetes Flussbett von ja, 100 Metern Länge und Sie müssen dort weiter absetzen. Das Flugzeug, das so langsam fliegen kann und so kurze Landestrecken hat wie diese Biber. Thank you.
So, jetzt kommt sie zum Land rein. Jetzt schauen wir mal. 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter. Na ja, rollt jetzt weiter. Okay, meine Damen und Herren. Toller Applaus für Hubert Westermeier und seine DRC 2 Beaver. Ja, ich würde sagen, das hat er jetzt extra gemacht. Nein, wunderschöne Beaver. Kurz, start- und landefähig. Echter Buschflieger. Sternmotor, robust. Genau richtig, um in unpräparierten und ja, unmöglichen Gelände zu starten und zu landen.
Okay, dann weiß ich nicht. Ich kann auch noch jetzt flach bleiben, Geschwindigkeit irgendwie aufbauen. Du musst nicht überziehen. Ich bin mal ganz kurz noch am DJ-Dings da. An den Start, da stehen wir